Diesen Ausdruck gibt es halt schon länger und der ist halt eigentlich eben einfach Fachgruppe spezialisiert, die sich halt dann eigentlich da super auskennen. Das ist jetzt verläuft in der Zeit und wird dann eben in Österreich zur Studienvertretung hauptsächlich, wo sie dann noch Leute drumherum gruppieren, die dann zur Fachschaft gehören sollen. Und ja, also ich glaube, einer unserer Leitsätze ist ja auch, jeder und jede ist Fachschaft. Das heißt, dass die Gruppe halt relativ groß werden soll und dass diese tatsächliche Grenze halt verschwimmt. Wir vertreten die Interessen der Studierenden also auf unserer Universität oder für unsere Studienrichtung. Im Endeffekt sind wir auch irgendwie so ein bisschen dafür da, so wenn Fragen aufkommen, auch vor allem von Leuten, die gerade zum Studieren anfangen. Also wir sind nicht nur auf der Uni, wir reden jetzt nicht nur über Studienplanänderungen und solche Dinge, sondern wir sind da wirklich face to face eigentlich auch für die Aber da. das kommt halt auch dazu, eben eher wie bei aller Studienvertretung, dass da eben auch noch Gremienarbeit gibt, eben die Studienkommission, der Fakultätsrat und wo halt immer verschiedenste Leute, und die sind aber auch nicht immer nur die gewählten Personen, sondern da sind auch viele von außerhalb irgendwie dabei. Momentan ist sein Hauptthema das Schaffen von Studierendenraum auf der Universität. Das ist immer sein Kampf nach Fläche, und wir versuchen halt irgendwie da möglichst einen adäquaten Arbeitsplatz und Möglichkeiten für die Studierenden zu schaffen. Wir versuchen halt auf allen Ebenen Anlaufstelle zu sein und da auch zu vernetzen auf der Universität. Wir veranstalten auch Partys, wo man sich dann, also wo einfach eine Vernetzung auf der Uni stattfindet und sich die Leute kennenlernen können. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig. Also, was ich glaube, dass nur relativ groß werden wird, ist jetzt natürlich auch, die Fachschaft selbst zieht ja auch um. Also diesen Raum zu gestalten und durch diesen Umzug und dieses Fehlen dieser Zeichensäle im Hauptgebäude, was wahrscheinlich eintreten wird, eben neue Mechanismen zu finden, wie man auf Studierende zugeht und wie man mit denen zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dass das insgesamt dann auch eine Chance bietet, die Fakultät ein bisschen zu beleben. Also unsere Fakultät ist im Prinzip keine zusammenhaltende Struktur, sondern das sind im Prinzip großkopferte Professoren, die alle ihr eigenes Ding machen wollen. Ja. Ein paar arbeiten da eh dagegen, aber es wird halt von der Fakultätsleitung nichts in die Richtung Gemeinschaft oder so gemacht. Und eigentlich das, was alle verbindet und das, was das Blut quasi der Fakultät darstellt, die Studierenden haben da schon eigentlich eine Aufgabe, und eben die Fachschaft als Herz, ne, pumpt die hoffentlich durch und vernetzt. Naja, an sich ist es mal nicht so, dass wir jetzt eine Abspaltung oder zugehörig der ÖVP oder der SPÖ oder so irgendwie in die Richtung sind. Sicher jeder hat von uns seine Gesinnung und fühlt sich halt irgendwo halt besser verstanden oder besser aufgehoben, aber so an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendeine Partei vertreten oder so in die Richtung. Also die Frage ist nämlich deshalb relativ schwierig, weil wir das selber noch gar nicht so wirklich diskutiert haben, in Wahrheit. Also ich glaube, wir haben alle so ungefähr dieselbe Richtung und das läuft schon. Und gerade was Unipolitik betrifft oder was unsere Unipolitik an der TU betrifft, sind wir eh alle am selben Dampfer. Und trotzdem ist die Studienvertretung politisch offen. Also das heißt nicht, dass jemand, wenn er politisch anders denkt, dass er da keinen Platz mehr hat. Also ich hatte einen Zeichensaalplatz im Arsenal und bin dadurch, habe ich mich da irgendwie immer mehr involviert gefühlt in dieses Uni-Gefüge und dann auch mit der Fachschaft in Verbindung gekommen, und es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich persönlich, es ist eigentlich bei mir eher persönliche Geschichte im Endeffekt waren. 2009 hat es ja diese Uni-Proteste gegeben und da habe ich zwei, drei, vier Leute kennengelernt während diesen Protesten, die halt dann in der Fachschaft Architektur aktiv waren, und als diese Proteste dann eher abgeflaut sind, war irgendwie dann so ein Vakuum da, das gefüllt werden musste, und dann bin ich ja halt da zu diesen Fachschaftssitzungen gegangen, und es ist dann im Endeffekt so, bin ich drauf gekommen, Fachschaft ist ein Dauerprotest. Also es ist ungefähr gleich zeitaufwendig, es ist ungefähr gleich nervenaufreibend und es sind genau dieselben Themen, die manchmal eben dann groß in einer Besetzung ausarten, aber im Endeffekt
in einer Fachschaftsarbeit dauernd präsent sind. Ich bin vor einem Jahr auf erstsemestrigen Tutorium gefahren und bin dann irgendwie ab und zu so Fachschaftssitzungen gegangen und irgendwann bin ich da halt so mehr oder weniger hineingewachsen und dann war halt da der Wahlkampf und ja, das hat mir irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht und darum bin ich da jetzt gern dabei. Also ich bin seit dem Wahlseminar bin ich sozusagen in der Fachschaft reingerutscht, weil vorhin habe ich ein paar Leute halt gekannt, aber es war nicht so, dass ich halt in der Fachschaft aktiv war oder dass ich überhaupt wusste, um was es da geht. Und seitdem ich halt auf dem Wahlseminar war, habe ich gesehen halt, für was sich die Fachschaft einsetzt, was sie überhaupt für die Studenten macht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das wäre nicht schlecht, wenn man versucht, da irgendwie auch irgendwie mitzuwirken halt in der ganzen Sache. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich halt da reinrutsche sozusagen, dann kann ich auch vielleicht Leute mit mir mitziehen, damit halt die Fachschaft größer wird und dass halt irgendwie mehr Leute da mitwirken bei dem Ganzen. Weil jetzt das Problem wirklich mit den Zeichensälen, also nur die Fachschaft allein mit 20 Leuten kann überhaupt damit nichts anfangen. Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei der Anna. Also ich bin vor einem Jahr das erste Mal auf erstsemestrigen Tutorial mitgefahren und habe da halt unglaublich schnell, unglaublich viele Leute unglaublich intensiv kennengelernt. Und es war halt dann einfach so, es haben sich dann viele Freundschaften ergeben und dieses wöchentliche Treffen war dann irgendwie schon so Routine. Und da ist man dann hingegangen und auf einmal habe ich halt gemerkt, ja, mir ist das ein Anliegen, nicht so wie der Philipp zum Beispiel politische Dinge zu machen, sondern mir ist es eher, also ich fahre eher in die Sparte so, diese Anfragen zu beantworten und wem wirklich so bei Inskriptionsberatungen und solchen Dingen weiterzuhelfen. Und das ist halt mir mehr ein Anliegen und ich bin halt eher der Part, der solche Sachen halt dann auch macht. Man glaubt gar nicht, wie schnell das man da dazukommt, also man unterschätzt es vielleicht ein bisschen. Die Anziehungskraft. Ja. Die Leute in der Fachschaft, die beißen nicht und vielleicht wirklich da mitmachen, weil es ist, ich find's schon irgendwie leiwand. Also die Leute sind voll chillig, sind angenehm und mit denen kann man wirklich viel irgendwie anfangen, halt diskutieren und ich meine, da kommt schon was raus. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie dumm herumsitzt und ja, was reden wir heute, ja, wie war es gestern, wie war das Wetter und so. Es geht wirklich um irgendetwas. Na, ja, jetzt musst du mir auslaufen. Nein, es geht wirklich um was und ich meine, die Leute müssen sich dafür einsetzen, dass da irgendwie was weiterkommt halt.